Ihre Eltern haben ja wann versucht, ganz ja, konkret Ausreiseanträge in die Bundesrepublik zu stellen und welche Schwierigkeiten hatten Sie da? Ja, auf das Jahr genau bezogen kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich denke, das spricht auch schon für sich in den 50er Jahren, wenn man bedenkt, dass 1945 der Krieg zu Ende war und man bereits in den 50er Jahren schon die ersten Anträge gestellt hat, übrigens alle negativ beschieden, und man die ständigen Wiederholungen gemacht hat, wo man immer in den Akten drin war und gleichzeitig auch den Wunsch dokumentiert hat, doch ausreisen zu wollen und das nie aufgegeben hat. Dann ist das schon relativ zeitig nach dem Krieg. Und ich weiß nur, dann 71, wir machen den Sprung, als wir ausgereist sind zum letzten Mal, haben dann die polnischen Behörden, man musste, ich sagte das auch vorhin, den Arbeitgeber mit beteiligen. Natürlich war beim Arbeitgeber immer die Partei mit dabei. Natürlich sind die Daten weiter transportiert worden. Insofern wusste man ja, die stellen schon wieder den Antrag. Hat man meine Mutter entlassen. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, wo ich auch häufig überlegt habe und auch mit meiner Mutter schon häufig gesprochen habe, wie wären wir dann durchgekommen? Dazu muss man ja wissen, habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, mein Vater hat eine ganz schwere Krankheit erlitten, während wir dort noch gelebt haben, in diesem kleinen Dorf. Konnte nicht mehr arbeiten, dann war meine Mutter ganz alleine verantwortlich für die Versorgung der Familie. Vater hat den Haushalt versorgt, stand damals ganz, ganz schwer auf der Kippe, wie er so schön heißt, dass er möglicherweise nicht überlebt. Hat damals mit Beziehung über diesen deutschen Pfarrer Spritzen aus Westdeutschland bekommen, die für die Krankheit damals heilende Wirkung haben sollten. Und das war auch schon schwer und da hat die Mutter ständig gearbeitet und sie war die einzige Ernährerin. So, und wenn ich jetzt den Sprung da mache zu dem letzten Antrag 71, da hat man sie dann auch entlassen. Und hätten wir dann nicht die Ausreise im Juni 1971 bekommen, wüssten wir auch gar nicht, wie wir dort überlebt hätten. Zu einem gab es ja damals nicht diese Systeme mit Arbeitslosengeld und Sozialhilfe und was weiß ich was nicht alles. Zum Zweiten bezweifeln wir auch ganz stark, dass man einer deutschen Familie, wie auch immer staatlicherseits, geholfen hätte. Nach dem Motto, sind Sie ja selber schuld, warum wollen Sie ausreisen? Und das hat der Arbeitgeber ihr angedroht und auch durchgezogen. Übrigens, wenn ich einen Sprung von meiner Familie zu der Familie meiner Frau machen kann, die kommen aus Gleiwitz. Mein Schwiegervater hat gearbeitet auf der Zeche und dem ist es tatsächlich passiert, dass er 2 Jahre arbeitslos war. Das heißt, auch dort hat ihn die Partei versucht zu überzeugen, seine Anträge zurückzuziehen. Hat insofern so ein Schicksal, was ich jetzt hier schildere, haben viele dort erlebt, aber auch bewusst erlebt. Und war vor der Kommission, wie er mir erzählt hat, und die haben ihn bekniet und haben ihm auch Aufstiegsmöglichkeiten, noch bessere versprochen. Und auch aus der gleichen Gesinnung, ich will hier Wiederholungen vermeiden, aus der gleichen Gesinnung war für ihn klar, das macht er nicht. Der tritt weder in die Partei ein, noch wird er das Gesuch zurückziehen. Auch er wollte hier rüberkommen mit seiner Familie. Also mit der Familie, also meine Frau war davon betroffen und ihr Bruder. Und dort hat die Zeche, also sein Arbeitgeber, eher die Handbremse gezogen. Und da war er diesen 1972 ausgereist. Er war 2 Jahre arbeitslos. Und das, wenn Sie sich jetzt fragen, wie haben die das überlebt? Durch Gelder seiner Schwiegermutter, die schon im Westen war. Die hat dort dann D-Mark rübergeschickt. Die sind dann schwarz getauscht worden. Und auf diese Art und Weise konnte man sich über Wasser halten. Also Sie sehen, das war alles nicht so einfach, schon alleine diese Antragstellung, aber der Wunsch, der war eben da. Ich gebe zu, das ist jetzt 2013 sehr schwierig zu verstehen oder nachzuvollziehen, solche Entscheidungen, solche Gedanken, dass man sagt, was mutet man den Kindern zu, wie auch immer. Aber das muss man aus der Situation von damals ja sehen. Wenn man in einem System sich unwohl gefühlt hat, vielleicht kommen wir auf das Wort Heimat oder auf vieles andere, da war immer der Wunsch und aus der Familie meiner Frau kann ich das definitiv sagen, weil wir uns erst schon fast 40 Jahre kennen. Insofern kenne ich auch diese Familie und meine eigene sowieso. Das war einfach der Wunsch, nach Deutschland zu kommen, um Kreise der Verwandten, die man hier hatte, aber auch in dem Deutschtum hier zu leben. Auch bei Ihnen? Selbstverständlich, selbstverständlich.